Ja, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute wird wahrscheinlich so eins der wichtigsten Videos, die ich jemals gemacht habe. Deswegen guckt ihr das Ganze bis zum Ende an. Heute geht es um eine der größten Seuchen in der Tiermedizin im 21. Jahrhundert. Und nein, ich rede nicht von Staupe, Parvo oder Hepatitis, sondern es geht um die Allergie beim Hund. Allergiekrankheiten beim Hund sind heute wahrscheinlich neben Krebs die allerschlimmsten Krankheiten, die allermeisten Hunde betreffen. Unsägliches Elend über die Hundehalter natürlich sowieso und auch natürlich vor allem über die Tiere bringen. Tausende, 10.000 Euro an Kosten fabrizieren und dem Ganzen liegt ein sehr einfacher Mechanismus zugrunde, der in der klassischen Schulmedizin heute leider entweder bewusst falsch gemacht wird, hier nicht gesagt wird, wie auch immer. Ich will mich da nicht in Theorien verstricken. Punkt ist, allen Allergiekrankheiten liegt eines zugrunde und das ist das Leaky Gut Syndrom. Leaky Gut heißt, dass der Darm, also Leaky ist durchlässig, Gut ist der Darm. Das heißt, wir haben einen durchlässigen Darm und das heißt, du kannst dir vorstellen, der Darm deines Hundes sieht aus wie ein Schweizer Käse, Haufen Löcher drin. Ja, normalerweise wäre das Ganze quasi so dicht und bei deinem Hund ist es also so. Und das heißt, durch diese ganzen Löcher hier können alle möglichen Bestandteile aus dem Darminneren in den Körper gelangen. Ich werde nochmal ein separates Video machen, wo ich auch ganz genau erkläre, was dafür die Ursachen sind, wie das auch biochemisch alles zusammenhängt. Ich weiß aber nicht, wie groß da das Interesse ist. Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn du da genaueres wissen willst. Für den Moment belasse ich es erstmal dabei, kurz erstmal hier festzuhalten, so ziemlich alle Allergiekrankheiten beim Hund haben als Ursache ein Leaky Gut Syndrom, einen durchlässigen Darm. So, das kannst du auch gerne, wenn du mir da nicht glaubst, gehst du auf pubmed.gov zum Beispiel. PubMed, ich werde es hier einblenden, ist einfach eine Seite, wo du dich ein bisschen mit wissenschaftlichen Studien, die sind alle auf Englisch, befassen kannst, wenn du die verstehst und du lesen möchtest. Gibst du einfach mal ein Leaky Gut, wirst du für alle möglichen Allergiekrankheiten bei Mensch und Tier immer finden, dass unter anderem auch ein Leaky Gut Syndrom dahinter steckt und dass man also diese Allergie nur beikommen kann, ja, ich winde mich schon wieder hier um Heilungsversprechen herum, dass man also diese Allergiesymptomatik nur beikommen kann, indem man also diese Leaky Gut Geschichte heilt, beseitigt und wieder dafür sorgt, dass der Darm wieder intakt ist. So, das war sozusagen das große Geheimnis. Kannst das Video ausmachen, war fertig, reicht. Tschüssi. Spaß beiseite. Ja, jetzt fangen wir erst richtig an. Denn es ist elementar wichtig, dass du einmal verstehst, wie die Schulmedizin jetzt mit diesem Leaky Gut Syndrom umgeht. Weil erst dann wird dir klar, wie absolut schwachsinnig wahrscheinlich alles war, was du mit deinem Hund bisher an Therapien gemacht hast, wenn du also einen Hund haben solltest, der Allergien hatte. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja, wie gesagt, sehr hoch, weil es wahrscheinlich so jeden zweiten, dritten Hund da draußen betrifft. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das Ganze also in der Praxis aussieht. Ich habe hier mal so einen Forumsbeitrag eingeblendet. Nur mal kurz, damit du mal so einen Geschmack, einen Eindruck kriegst, wie so das Ganze sich darstellt, wie ein völlig ahnungsloser Halter das Ganze eben empfindet oder wahrnimmt oder ja, erkundet. Ja, hier habe ich heute erfahren, dass Sammy eine Hausstaub- und Futtermilbenallergie hat. Kriegt natürlich erstmal ein relativ teures Fertigfutter, wo ich immer die Marke ausgeblendet habe. Probepackung, bla 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 bla. So, Trockenfutter einfrieren, die üblichen blödsinnigen Tipps. So, dann geht es ja weiter. Hausstaubmilbenallergie hatten wir schon. So, dann kommt eine Desensibilisierung, ein Serum, ein Immunserum, das dann unter die Haut gespritzt werden soll. 150 Euro heißt es wahrscheinlich pro Behandlung. Und ja, jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an, der Satz sagt schon alles. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was dieser Halter bisher an Tierarztkosten eben hatte, wegen der Allergie seines Hundes. Und ja, es dauert also ein paar Wochen, bis es hergestellt wird. Naja, so, das kriegen wir jetzt auch noch rum. Also man merkt, es ist schon eine gewisse Resignation hier zu erkennen, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und mit dieser Hoffnung kann man den Leuten also sehr, sehr viel
Blödsinn verkaufen. Und was ich genau meine mit Blödsinn, das gucken wir uns jetzt mal an. So, da bin ich wieder. Also, was man einmal verstehen muss. Leaky Gut heißt, der Darm deines Hundes sieht aus wie ein Schweizer Käse. Stell dir jetzt mal vor, was, also der Darm deines Hundes sieht aus wie ein Schweizer Käse und durch diese ganzen Löcher und Poren kommen jetzt alle möglichen Stoffe in den Körper. Jetzt ist es nicht wirklich verwunderlich, dass der Körper verrückt spielt. Also eine Allergie ist ja quasi eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf an sich harmlose Bestandteile. Ja, also eine überschießende, unverhältnismäßig aggressive Reaktion. So, jetzt ist es ja so, ich habe dir ja versprochen, das Ganze dir wirklich einmal so zu erklären, dass du es wirklich für immer und ewig verstanden hast. Jetzt ist es ja so, Katzen, Mäuse, Waschbären, Ratten, Ameisen, die sind ja auch alle per se nicht gefährlich. Du hast ja auch nichts gegen Katzen, Waschbären, ne, wenn die irgendwo rumlaufen. Oder meinetwegen auch Nachbarn oder ungebetene Gäste aller Art. So, stell dir also vor, du hast nichts gegen Katzen, gegen streunende Hunde, gegen Ameisen, gegen Mäuse, gegen Ratten, gegen Waschbären, gegen wen auch immer, solange die da leben, wo sie hingehören. Wenn du jetzt aber Immunsystem wärst, und Immunsystem heißt einfach nur, du bist der Beschützer von deinem Körper, heißt in meinem Beispiel, du bist der Hausherr und wohnst in einem Haus. Ja, du hast ein Haus mit Zaun ringsrum. Und solange die Katzen und die ganzen Tierchen da, solange die alle im Garten bleiben, stört dich das gar nicht. Aber wir haben ja gesagt, Leaky Gut heißt Schweizer Käse. Das heißt, in unserem Beispiel mit dem Haus würde das jetzt heißen, das Gartentor offen ist, der Zaun ist kaputt, die Haustür ist offen, die Fenster sind alle eingetreten, der Wintergarten ist, da sind alle Scheiben kaputt, Kellertür ist auch offen, Kellertreppe und im Dach regnet es auch überall rein. Das heißt, aus allen möglichen Richtungen, an allen möglichen Stellen kann man also jetzt von außen in dieses Haus rein. Das ist der Zustand, in dem der Darm und damit der Körper von Hunden mit Allergie sich befindet. Ja? Und du ist natürlich völlig klar, genauso wie der Körper verrückt spielt und eine überschießende Alarmanlagenreaktion in die Wege leitet und völlig ausrastet, genauso würdest du auch reagieren, wenn also jetzt sich in deinem Haus auf einmal alle möglichen ungebetenen Gäste tummeln, weil die da einfach gar nicht hingehören, weil du die da einfach gar nicht haben willst. Du hast nichts per se gegen all diese Tierchen und all diese ungebetenen Gäste, aber nur solange sie da bleiben, wo sie hingehören, nämlich draußen. Und so ist es auch zu erklären, jetzt hier auch in dem Beispiel, dass die Tiere zum Beispiel allergisch sind gegen alle Futtersorten zum Beispiel, also gegen Schwein, gegen Ente, gegen Pute, gegen Rind, gegen sogar Pferd. Und also alle möglichen, man heißt immer, mein Hund verträgt nichts mehr. Ich muss meinen Hund mit Straußenfleisch, Alligator und Opossum füttern. Ja, ist ja klar, weil er die noch nicht kennt. Du würdest ja an deinem Haus, hast du ja auch nichts gegen Tiger aus Indien gegen Anacondas aus dem Amazonas und gegen Eisbären, weil die sind so weit weg von dir. Natürlich hast du nichts gegen die. Du hast erstmal was gegen das Getier, was also hier akut gerade in dem Moment in deinem Haus rumfleucht. So, ist ja völlig klar. Das heißt, sowas wie ein Allergietest ist der reinste Schwachsinn, weil was immer da rauskommt, ist völlig ohne Aussagekraft. Es ist völlig normal, dass du als Hausherr eine Reaktion zeigen wirst gegen alles Mögliche, was da reinkommt. Und es kann natürlich nur das reinkommen, was eben gerade in der Umwelt da ist. Ja, im Frühling sind das dann eben mehr Gräser und Pollen. Wenn du einen Teppich zu Hause hast, sind das eben mehr Hausstaub, Milben. Und wenn der Hund meinetwegen von der Hundewiese andere Flöhe oder was mitkriegt, dann sind es eben mehr Flöhe. Oder wenn er Fertigfutter kriegt, minderwertiges vor allen Dingen noch, dann sind es eben bestimmte Bestandteile, die da drin sind. Aber es geht darum, dass der Körper auf alles reagieren wird, was eben da so in den Körper eindringt. Das ist völlig egal. Also erste Sache, die du also lernen, bitte unbedingt mitnehmen solltest, Allergietests sind in allermeisten Fällen völliger Schwachsinn. So, jetzt geht es ja weiter. Du denkst jetzt sozusagen, es ist ein lustiges Beispiel. Was macht jetzt die Schulmedizin? Ja, du hast jetzt also Allergie, gehst zum Tierarzt, was macht der? Er spritzt deinem Hund Cortison, Prednisolon, oh shit, jetzt habe ich die Namen gesagt.
Die muss ich rausbieben, sorry, ich will mich ja nicht im Kopf und Kragen reden. Der Punkt ist, all diese Mittel machen nur eins. Sie unterdrücken das Immunsystem, heißt, sie sind wie eine Schlafpille, die du jetzt nimmst, wie eine Narkosespritze. Das heißt, du kriegst also eine über den Kopf, legst dich schlafen und während also alle möglichen ungebetenen Gäste dein Haus besiedeln und überschwemmen, liegst du also wie Don Röschen im Tiefschlaf oben in deinem Zimmer und kriegst nichts mit. Und deswegen geht also nach Spritzen von Cortison, Prednison und so weiter, deswegen gehen auch die Symptome für eine Weile weg. Nämlich genau so lange, wie du schläfst. Und dem Moment, wo du aufwachst, ist das Ganze noch viel schlimmer geworden. Und deswegen sind die Symptome, wenn man diese Medikamente wieder absetzt, auch immer noch viel heftiger und viel doller, weil natürlich während deines Dornröschenschlafs sich alles noch weiter verschlimmert hat. So, du merkst, wo die ganze Sache hingeht, aber wir sind noch lange nicht fertig. Denn natürlich ist auch klar, wenn du den ganzen Tag mit Saubermachen beschäftigt bist, mit Putzen, mit Fäkalien, Kot wegräumen von diesen ganzen ungebetenen Gästen, mit Saubermachen, ist natürlich klar, dass du dich nicht mehr wirklich um dein Haus an sich kümmern kannst. Und das führt dann dazu, dass die Hunde von außen immer, immer, immer schlimmer aussehen. Ja, stumpfes Fell, verlorener Glanz, Hautläsionen, so nässende Hautstellen, überall jucken, Schuppenbildung, juckende Ohren, dass die sich überall kratzen, dass der Glanz in den Augen weg ist, die Hunde nur noch so, ne, Schatten ihrer selbst sind. Das hängt ja alles damit zusammen, dass der Körper des Hundes die ganze Zeit damit beschäftigt ist, diese ganzen ungebetenen Gäste auszukehren, loszuwerden und sich überhaupt nicht mehr darum kümmern kann, wieder Hund zu sein. Ja? Völlig normal. Sämtliche Symptome, die wir heute so sehen, kann man damit auf die eine oder andere Weise erklären. Aber wir sind immer noch nicht am Gipfel der Idiotie, sondern es geht immer noch weiter. Denn was würde jetzt also, ich habe es ja auch schon gesagt, es wird jetzt also danach, ja, es wurde also jetzt alle möglichen Allergien festgestellt, Cortison hat wundersamerweise nichts gebracht, zumindest nicht langfristig, aha. Großes Wunder, große Überraschung. Und was machen wir jetzt? Wir machen eine Desensibilisierung, so ein Immunserum wird dann hergestellt. Ja? So, jetzt wird's richtig abstrus. Jetzt bitte kurz festhalten und ich hoffe, du sitzt, weil das Ding muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Wenn jetzt also ein Immunserum hergestellt wird, dann ist das so, als wenn jetzt der Zoo oder der nächste Tierschutzverein dir schon mal Bilder mit der Post schickt von Ratten, Mäusen, Ameisen, gibt's ja bei uns nicht, Waschbären, Termiten, wer auch immer jetzt demnächst da in dein Haus einziehen wird, ungebetene Gäste, ja. Alles, was da quasi kreucht und fleucht, was irgendwie früher oder später den Weg in dein Haus finden wird, wird jetzt also schon mal per Post dir vorher angekündigt, damit du dann bitte nicht so ausrastest, wenn es dann sozusagen vor deiner Tür steht oder schon da ist. Also ich denke, du wirst jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge dieses Video gucken und ich denke mal, dir ist jetzt klar geworden, dass die Idee einer Desensibilisierung auf einem großen Haufen von Schwachsinn die absolute Krönung ist. Das i-Tüpfelchen, wirklich. Also eine Allergie offenbart sich die komplette Umnachtung der modernen Tiermedizin. Also ich kann es nicht anders formulieren. Es ist wirklich ein Thema, was mich tagtäglich umtreibt. Und die Hundehalter machen also genau diesen Werdegang, den ich jetzt quasi eben beschrieben habe, machen sie mit ihren Hunden durch. Der Kommentar, ne, habe es ja eben eingeblendet, ist sozusagen das beste Beispiel. Und ich kann ihn auch nochmal einblenden hier, damit es vielleicht, wenn du jetzt zum ersten Mal dich damit befasst, kommt es dir vielleicht vor, wie, wovon redet der Typ da. Aber wenn du also einen Hund hast mit Allergie, dann wird dir hier sehr, sehr, sehr viel bekannt vorkommen. Und natürlich, was du eben auch immer noch kriegst, ist quasi hypoallergenes Spezialfutter, was übertragen auf unser Beispiel vielleicht so wäre wie, wir bringen sozusagen die Katzen und die Hunde und die Ameisen und die Waschbären und die, wer auch immer, Fledermäuse, wir bringen die sozusagen nicht in einem ins Haus, sondern wir bringen die jetzt schön kleingeschreddert, tot, natürlich, ja, in das Haus, damit du die nicht mehr erkennst als solches, damit du diese Katze, Waschbären nicht mehr als solches erkennst, sondern nur noch in Einzelteilen
Weil das ist genau das, was hypoallergenes Spezialfutter ist. Das ist sozusagen ganz klein gehäckselt, damit der Körper nicht mehr die Proteinstrukturen da drin, also die Eiweißstrukturen, nicht mehr als Allergen, also als Eindringling wahrnimmt und das Ganze also toleriert. Bravo. Also, ich weiß nicht, schreib es mir gerne in die Kommentare unten drunter, wenn du noch irgendein Beispiel kennst, was noch offensichtlich jeglicher Logik entbehrt als die Allergiebehandlung in der Tiermedizin. Ich denke, bei den Menschen ist es ganz genauso, aber ich bin bloß Tierarzt. Deswegen halte ich mich da zurück. Und wie gesagt, die ganze Zeit hast du wahrscheinlich gedacht, die einzige Sache, was man eigentlich machen muss, ist diesen Schweizer Käse. Ja, dieses Konstrukt aus Löchern, muss man es eigentlich nennen, bei vielen Hunden, die Allergie haben, indem man diese Löcher wieder schließt und den Darm wieder dicht macht und dieses Leaky Gut eben beseitigt. Das ist das Einzige, was man die ganze Zeit über hätte eigentlich nur tun müssen. Das ist eine Sache, die geht jetzt nicht hier so, ne? Generation Wunderpille, Cortison, mach mal schnell hier meinen Hund wieder gesund. Wenn du die Wunderpille suchst, dann klick hier oben auf das X, kannst das Video wegmachen. Ist es sozusagen nicht für dich geeignet. Wenn du aber weißt, wenn du dir im Klaren bist, dass wahre Gesundheit ein bisschen Zeit braucht, wir reden da bei Allergie erfahrungsgemäß von 2, besser 3 Monaten, dann kannst du hier unten drunter auf den Link klicken, kommst du zu mir in die Sprechstunde. Ja, können wir mal drüber reden, wie es da bei dir aussieht, was da schon schiefgelaufen ist und was wir jetzt machen müssten, um deinen Hund da wieder auf Vordermann zu bringen. Ist erfahrungsgemäß ein, ja, ich will nicht sagen ein sehr langer Weg, aber eben, wie gesagt, 2, 3 Monate musst du schon einplanen. Und dann, wenn sozusagen die Grundlage einmal geschaffen ist, ja, wenn sozusagen das Haus wieder dicht ist, wenn der Zaun wieder steht, die Türen wieder zu sind, Tür zu ist, Fenster wieder zu sind, Wintergarten, wenn das ganze Ding wieder intakt ist, sicher ist, dann kannst du anfangen, von innen auszuräumen, aufzuräumen, auszuputzen und sauber machen. Und dann wird das Ganze auch wieder ein Heim. Und dann geht es dir irgendwann in deinem Heim auch wieder gut. Und dann sieht der Hund am Ende wieder toll aus. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen um die Heilungsversprechen ringherum vorstellen. Insofern drücke ich mich lieber so aus. Das heißt also, wenn du deinem Hund langfristig bei einer Allergiesymptomatik helfen willst, dann ist genau das der Weg. Wie gesagt, hier unten drunter ist der Button. Ich würde mich freuen über Likes, über Kommentare, über neue Abonnenten natürlich sowieso. Und tu bitte den Hundehaltern da draußen und den Hunden da draußen einen Gefallen, wenn du jemanden kennst, der mit seinem Hund eine Allergiesymptomatik, Problematik hat und der sich quasi in diesem Video wiederfinden würde, dann sei doch so lieb und teile dieses Video. Lass es die Leute sehen, die das einfach sehen müssen, weil natürlich, man kann es nicht verstehen, wenn man jetzt nicht vom Fach ist. Warum es die Tierärzte dir vor Ort nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe es jetzt sozusagen gemacht. Und ja, ich hoffe, es hat dir geholfen. Wie gesagt, freue mich über Likes und Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, dein Tierarzt Dr. Franz.